Und da sind wir wieder zurück bei Let's Play Adventure Craft. Ja, genau. Und wir waren hier an diesem Eisgang, was auch immer, stehen geblieben. Wollten da durch und uns mit dem Fire K, den wir hier bekommen haben, ganz, ganz schnell ins Lava kämpfen und dann auch das, um in das nächste Dungeon reinzukommen. Das nächste Dungeon, also das Eis-Dungeon, ist allerdings total verbuggt. Also das weiß ich einfach aufgrund von Erfahrungsberichten. Deswegen werde ich, wenn wir die Feuerroute bekommen haben, auch das Let's Play Adventure Craft komplett beenden. Ja. Das war's dann demnächst im Prinzip mit Adventure Craft. Aber jetzt holen wir uns natürlich erstmal die Feuerroute. Und ich denke mal, das wird schon noch so ein bisschen dauern. Ich weiß ja nicht. Ja. Bei uns dauert alles fünfmal so lang, als es eigentlich eingeplant ist. Ja, und nebenher läuft ja natürlich noch Modern Warfare 3. Und dann bekomme ich nämlich bald Portal 2. Jawohl, und dann geht's erst richtig los. Freue ich mich schon richtig drauf. Es sollte am 7. März kommen, da wird wahrscheinlich aber schon die Folge längst draußen sein hier. Wie gesagt, ich nehme ja auf, bevor ich das hochlade, ewig lang. So, erstmal hier schön die Viecher besiegen. Und ich habe mal wieder eine extrem niedrige Framerate. Also das ist in letzter Zeit, keine Ahnung, was hier los ist. Nur falls es halt leckt, dann wisst ihr jetzt auch warum, ne? Aber jetzt gucke ich hier erstmal die Karte. Die Karte bitte, danke. Und hier geht's dann zum unheimlichen Lava. Genau. Naja, ich habe mir das irgendwie ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Das ist jetzt hier nicht so, ne? Wo ist die Musik hin? Mensch. Okay, Schweinezom. Was? Wow! Brennende Skelette, was zur... Oh Gott, ey. Also Adventure Craft, den fällt ja immer wieder was Neues ein. Den Adventure Craft Macher oder was weiß ich. Mir fällt eigentlich gerade auf, dass wir die Ocarina noch nie benutzt haben. Ach du Scheiße. Ja, wir sind nämlich auch bald out of Pfeile. Wir hatten mal so viel und jetzt haben wir im Prinzip keine mehr. So eine Kacke aber auch, ne? Genau. Jetzt verpiss dich, klar? Mein Revier hier. Nein. Keine Vögel. Alter, ich hasse diese Viecher. Jetzt geht's hier weiter, sehr konzentriert. Kann man das ja hier eigentlich als Dungeon bezeichnen? Das ist jetzt einfach nur wieder so ein Gang. Keine Ahnung, auf jeden Fall werden wir jetzt hier verrecken. Ah, als wäre ich so ein Wahrsager. Ja, geil. Und, tot, ich komme. Ja. Na toll, nochmal von ganz vorne anfangen. Stirb du bitte auch? Scheiße, wir haben überhaupt keine Pfeile mehr. Ah!
Das gibt's doch nicht mehr. Kein einziges Pfeilchen mehr. Och nee. Ja, jetzt, okay. Jetzt können wir den Slime da etwas schlechter besiegen, aber ich denke, der Slime ist gar nicht mehr da. Okay, auch nicht schlecht, ne? Naja, egal. Wir kommen hier trotzdem noch durch, irgendwann mal. Und wir haben... Also... Ich will ja nichts sagen, aber... Bisschen verbuggt ist das hier schon noch alles. Die Vögel sind zum Glück auch weg. Nein, scheiße. Ach fuck, ey, ich hasse Vögel. Oh, ich muss diese erst besiegen, bevor ich hier Lava durch kann. Wo ist denn der zweite Vogel? Gar nicht da, okay. Ja, ja, so ist halt. Und jetzt kam hier auch noch brennende Spinnenmensch. Das gibt's doch nicht. Also an Kreativität mangelt's dem Adventure-Craft-Ersteller nicht. Brennende Spinnen, aber ach komm, nee, das ist doch so realistisch. Und drüber werden wir auch. Und dann geht's wieder mit brennenden Spinnen weiter. Super, yay, geschafft. So, und ich sollte mal einen ordentlichen Satz formen an einem Stück und nicht dauernd jede 10 Sekunden unterbrechen, irgendwas zu sagen. So, also, da ist jetzt eine Eisentür, da kommen wir nicht durch. Erstmal das Skelett hier schön platt machen. Um an unsere lange auf der Feuerroute zu kommen. Verdammt! Okay, you can burn the Deku. Deku, Deku. The what kann ich burn? Was heißt denn Deku? Das da? Ist das da Deku? Zufällig? Ist das Deku? Keine Ahnung. Wow, wow, wow. Erstmal Spinnchen ausschalten. So, ja, dann mal hier Dingens nehmen und Vögel besiegen. Okay, erstmal sterben, dann Dingens nehmen und dann Vögel besiegen. Och nee, jetzt reicht's langsam mal. Ich will nicht nochmal von vorne. Mann, was soll denn das? So, jetzt stirb Skelett. Hatten wir doch schon mal. Du bitte auch sterben. Oh! Mensch, die Feuerroute, die kriegen wir jetzt noch. Das kann's ja nicht sein, dass wir an so einem kleinen Ding da scheitern. Oh, Mensch, Mensch, Mensch. Ein billiger Stock, der Eis niederbrennt. Und dafür... muss man durchs Feuer gehen. Echt mal. Ja, und ich fackel wieder grundlos an. Und dann geht's wieder weiter. Betonung auf wieder. Mit IE. Scheiß Viecher, ey. Die brennen mich dauernd an. Das kotzt langsam richtig an. So, also. Mit einem brennenden Stock können wir jetzt hier irgendwas machen. Frag mich nicht, was. Irgendein Deko niederbrennen. Was auch immer das sein soll. Wie gesagt, mein Englisch ist äußerst gut. Also... Ich kann das, ja. So. Ich würde mal sagen, hier runter ins Lava gehen wir lieber nicht. Ja. Okay. Und jetzt geht's auch nirgends hier weiter. Geil.
Und wo kommen wir jetzt ans Feuer, ohne dass der Stock danach gleich wieder ausgeht? Durch irgendwelche brennenden Skelette vielleicht? Ja? Nein, definitiv nicht. Langsam regt's hier auf, ey. Moment bitte. What? Lass mich verarschen. Ja, also, nee, das machen wir jetzt wieder aus. Wir wollen ja hier nicht durchcheaten uns, sondern wir wollen das normal durchzocken. Aber ich werde mich wahrscheinlich schon durchs Gitter durchcheaten. Ich meine, das ist ja... Ach, Mann, ey. Okay, ich mache jetzt Folgendes. Ihr seht hier gerade gar nichts. Ihr macht jetzt mal schön eure Augen zu. Wir haben noch 4 Minuten für die Folge. Ja, der Stock ist trotzdem weg. Ist ja echt toll. Und ich wollte jetzt eigentlich in dieser Folge die Feuerroute bekommen. Um da ganz einfach schön, ja, hier durchzudingsen. Und Adventure Craft auch mal abzuschließen nach so vielen Folgen. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass es so lang dauert. Ich meine, Minecraft, gut, und dann auch noch Adventure Craft, das kann ja nicht viel sein, also komm. Und dann dauert das ewig, ja. Ich freue mich auch schon wieder riesig auf Zelda. Das wird richtig geil, das Projekt. Aber jetzt hier erstmal die Gitterstäbe abbauen. Ja. Jetzt hat das Mikrofon bestimmt wieder übersteuert, wie es immer bei Pfeiftönen macht. Hä? Oh Gott. 3D-Gitterstäbe. Ja, Marktlücke gefüllt, ne? Und da wären wir auch schon... Auch schon durch. Juhu, Debug-Mode aus. Und wir haben die Feuerroute. Yay. Aber, ja, danke, Navi. Aber ich werde jetzt noch 1 Minute lang probieren zu gucken, wie man eigentlich... Ach du Scheiße. Rauskommt. Ja, scheiße. Verdammt. Es wird heiß. Ja, Navi, halt die Fresse. Ich will dich nicht. Ja, ja, listen, mir auch. Der Vulkan geht hier jetzt in die Luft. Ja, 1 Minute 30. Na toll. Ah! Raus. Raus. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich will nicht sterben! Renn doch, Link! Scheiße. Game over! Yay! Okay. Feuerroute. So, und das alles nochmal von vorne. Komm, hier kommen wir jetzt raus. Es kann nicht sein, dass wir es hier nicht schaffen. Ja, ja, Sequenz, alles okay, ja. Nebel aus, bitte, danke. So, danke. Epic End One! Renn! Oh mein Gott, oh mein Gott! Verstehst du nicht, dass ich nicht sterben will? Hey, du Spinne, verpiss dich! Du kannst von mir aus verrecken, aber ich will das nicht! 1 Minute 30! Au! Au! Ja, Moment! Wie komme ich hier jetzt verdammt nochmal hoch? Burn mal kurz aus. Burn out, please. Leck mich doch.
Burnout, please. Game over. Oh mein Gott. Hier kommen wir jetzt noch raus, ja? Das schaffe ich. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, ja? Auch wenn wir noch 500 Versuche brauchen. Ah, scheiß Hitze hier. So, jetzt hier wieder schön die Spinne platt machen. Okay, das schaffen wir. Das schaffen wir, das schaffen wir. 1 Minute 30 haben wir noch. Die Skelette platt machen. Das schaffen wir. Ganz schnell hier. Komm schon, komm schon. Scheiß Vulkan. So, wir haben nur noch ganz, ganz wenig Leben. Eine Minute! Oh mein Gott! Ja, ja, und du Spinne auch noch. Okay, dann nimm du nicht. Okay, 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 das ist nicht gut. Das ist verdammt nochmal nicht gut. 30 Sekunden! Nein! Stirb! Nein, nicht ich! Och, nee! Mensch, da kommen wir jetzt noch raus, ganz, ganz sicher. Ich nehme mal hier was zum Essen in die... kann ich das da fressen? Nee, keine Ahnung. Hier die Karte weg da. Ja, der Vulkan ist schön, ja. Toll. Und jetzt hier schnell wie möglich raus. Ja, ich weiß, dass ich fliehen muss. Okay. 1 Minute 30 und ich laufe gegen Ende. Das kann ich mir nicht erlauben bei der Zeitlage hier. Und jetzt renn endlich, Link! Und verbrenn, du Skelett! Danke. Ja, ist nettes Skelett, ne? So, da geht's also nicht weiter, aber hier geht's ja zum Glück weiter. Stirb, Spinne! Eine Minute! Eine verdammte Minute! Okay. Alles klar, ihr Skelett, ihr braucht mir nicht folgen. Das müsst ihr nicht. Das ist nicht eure Pflicht. Okay. Dann hier das Herz da holen. Was? Ich sehe nichts! Hey, ich sehe nichts! 30 Sekunden! Das schaffen wir! 15, nein, 20! Verpisst euch! Und wir haben es geschafft, oder? 20 Sekunden, ich kann nichts machen! Oh mein Gott! Nein, Nebel aus! Oh mein Gott! Hab ich es geschafft? Ganz sicher? Und ihr traut euch nicht raus, ihr Luschen. Aha. Ja, ja, das hätten wir geschafft. Jetzt noch hier uns schöne Sicherheit bringen. Wir haben die Feuerroute, könnten damit theoretisch das Eis schmelzen. Aber machen es nicht, da das Eis-Dungeon mehr verbuggt ist wie das Dungeon davor. Und ich glaube, das war schon so arg verbuggt, das. Okay. Ja, ich bedanke mich bei allen, die das Let's Play hier schön durchgeguckt haben und natürlich auch die jetzt die Folge hier gucken. Generell, wenn ihr meine Let's Play schaut. Ich bedanke mich sehr, sehr arg doll fürs Zugucken. Arg doll, genau. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Let's Play wieder anschaltet oder auch beim laufenden Modern Warfare 3 Let's Play. Damit verabschiede ich mich erstmal von euch, von Adventurecraft.
Es wird natürlich demnächst weitergehen mit Zelda, und zwar dem richtigen Zelda, mit diesem schönen Link hier, ohne Creeper-Mantel. Ja, wie gesagt, auch über ein Abo natürlich würde ich mich freuen. Dann seid ihr nämlich immer auf dem aktuellsten Stand und wisst immer, wann ich eine Folge rausbringe. Ich habe jetzt ja auch eine kleine Jimdo-Website erstellt, die allerdings noch in Bearbeitung ist. Also da ist noch nicht viel drauf zu sehen. So, ja, das soll es dann eigentlich auch schon von mir gewesen sein. Ich verabschiede mich nochmal von euch. Ein Link zu einem total geilen Zelda-Web von Smosh. Kennt ihr vielleicht, ist ein ganz, ganz kleiner Kanal, hat glaube ich nur 4,3 Millionen Abonnenten, also fast gar nichts. Ist auch in der Beschreibung, finde ich total geil, werde ich euch auf jeden Fall verlinken. So, ja, und dann auch zum zweiten Mal. Tschüss und euch allen einen schönen Tag noch und viel Spaß beim Let's Play schauen.